Hallo, ich bin Franzi aus der Schulkiste und wer bist du? Johanna. Hallo, schön, dass ihr Hallo. Da seid. Hallo. Ja, das sind unsere ganzen Ranzen. Sind viele, ja? Ja. Ja. Möchtest du mit Mama erstmal durchgucken und schaust erstmal und wenn dir einer gefällt, nimmst du ihn gleich raus aus dem Regal und den gucken wir uns gleich zusammen nochmal an. Okay? Okay? Gut, Hallo. Bis gleich. Wollen wir den gleich mal parat legen, ja? Ja. Okay. Johanna, darf ich euch die Jacken abnehmen? Ja, gern. Ja? Wird sonst zu warm. Ja, ich helfe dir. Danke. Dankeschön. Ja. So, und wir gucken noch ein bisschen rum und nehmen den schon mal mit? Ja. Na, dann gucken wir mal hier hinten lang. Hm? Okay, nehmen wir den noch mit für die Franzi. Okay. So. Oh Mensch, Johanna, hast du schon zwei Stück? Soll ich die mal abnehmen? Ja, das wäre lieb. Okay, danke. Die schauen wir uns dann später nochmal an. Ja. Okay? Wir gucken nochmal auf der anderen Seite. Genau. Bis gleich. Nehmen wir den noch mit? Ja. Okay. So. Gucken wir mal zur Franzi, ja? Ich nehme euch den mal noch ab. Und der ist ja auch hübsch. Das sind jetzt deine vier Ranzen, die du dir eben mit der Mama ausgesucht hast. Mhm. Welche gefällt dir dann am besten? Den. Der? Wollen wir den mal aufprobieren? Ja. Ja? Wir werden den jetzt erstmal ohne Jacke aufprobieren, weil jetzt hat sie einmal die Jacke ausgezogen. Aber die meiste Zeit im Jahr hat sie ja die Jacke an. Deswegen testen wir das dann nochmal. Okay. So, pass auf, Johanna. Ich komme mal zu dir vor. Und wir üben das jetzt mal zusammen. Ich mache mal deine Haare hier ein Stück vorne. So, pass auf. So, das ist der Brustgurt. Den machst du zu, damit dir die Schultergurte nicht von der Schulter rutschen, ja? Den können wir dir hier vorne, warte, also einmal noch einstellen, ein bisschen enger machen. So, dann haben wir hier den Beckengurt. Der Beckengurt sorgt dafür, dass das Gewicht, was hinten im Rucksack ist, deine Schulbücher nicht so schwer sind, sondern optimal auf das Becken verteilt wird. Ist auch ganz wichtig, dass der immer fest an dir dran sitzt. Und jetzt machst du rechts und links die Daumen rein. Und ziehst einmal kräftig nach hinten. Ja, ich helfe dir. So, und hier auch nochmal. Kräftig. Prima. So, dreh dich einmal zur Seite. Nun holen wir den Rucksack, den Ranzen, richtig an dich dran, dass du nicht nach hinten hängst. Und auf der anderen Seite auch nochmal. So, fest. Perfekt. Wenn wir jetzt schauen, sitzt der Ranzen optimal an deinem Rücken. Drückt irgendwas, Johanna? Ja. Super. Möchtest du einmal eine Runde flitzen? Ja. Und alles gut? Ja. Super, komm noch mal her. Ich möchte noch mal kurz von der Seite schauen. Der Ranzen sitzt genau hier auf deinem Becken drauf. Ja. Ja? Da hast du nie Rückenschmerzen, wenn du deinen Ranzen aufsetzt, weil es ist auch ganz schwer, was du in der Schule tragen musst. Mhm. Ja? Okay, super. Wir machen jetzt noch mal was rein in den Ranzen. Ja. Und dann probieren wir den noch mal mit der Jacke an. Ja. Okay? Du ziehst die Jacke an und ich hole ein paar Bücher. Oh, super. So, Achtung, ich lass los. So, und jetzt kannst du, ist schon anders, ja? Drückt irgendwo was? Nee. Alles gut? Super, und jetzt können wir einen schönen testen. Ja. Wie sieht's mit Jacke aus? Wie ist es mit dem Gewicht?
So, Johanna, jetzt schauen wir uns noch mal genau deinen Ranzen an. Du hast dir den Step-by-Step ausgesucht. Das Modell heißt Space. Das Besondere an dem Ranzen ist, du kannst dir die Magic Max einmal oben und unten abmachen. Das sind jetzt mit Hilfe von Magneten. Du kannst sie austauschen, mit Freunden tauschen, ganz ablassen. Der Step-by-Step Space hat die Möglichkeit der Rückenverstellung, weil du wächst ja auch in der Zeit, wenn du in die Schule gehst. Das Ganze löst man, indem man die Klappe aufmacht, Mama oder Papa. Das rausziehen, nach oben verstellen und rechts oder links drehen. Wieder reinschieben. Und schon hat sich der Ranzen an deinen Rücken angepasst. Und somit passt der Ranzen auch noch bis zur 4. Klasse. Von außen hat der Magic Max verschiedene Taschen. Das Frühstücksfach, das Getränkefach rechts und links. Und auf den Taschen und oben auf der Klappe hast du verschiedene Stoffe, die der DIN-Norm entsprechen, die nämlich reflektieren, wenn es draußen dunkel ist und ein Auto kommt. Und natürlich auch, dass man dich von vorn sieht. An den Gurten auch nochmal die Reflexion. Die Getränkefächer rechts und links kannst du in das eine deine Flasche reinpacken. Unten sind Klettbänder, die löst du auf. Dann hier läuft das Wasser ab, falls die Flasche nicht richtig zu ist. Und auf der anderen Seite kannst du dann deinen Schirm reinpacken oder deine Regenhaube. Hier kommt die Brotdose rein mit dem integrierten Kühlschrank. Das ist eine isolierte Schicht. Selbst wenn es dann draußen warm ist, läuft dir die Butter nicht vom Brot. Und selbst wenn da was passiert, Johanna, hast du hier unten auch die kleinen Ablauflöcher. Der Ranzen selbst ist mit Hilfe eines Einhandmagnetverschlusses bedienbar, fällt auch automatisch zu. Alle Ranzen verkauft werden im Set, wie auch dieser, die Sporttasche im Beutel, eine Federmappe, auch im Design vom Ranzen, ist gefüllt mit Dreikantstiften von Eberhard Faber. Und was noch zum Set dazugehört, ist das Schlampermäppchen. Hier können Schere und Kleber rein. Der Ranzen selbst hat ein Volumen von 20 Liter und die Außentaschen gehören damit dazu. Im Deckel hast du Gummibänder. Hier kannst du eine Federmappe reinklemmen. Am Rücken, in dieses Schulfach hier hinten mit dem Gummi, solltest du deine Bücher reinlegen. Sprich deine Fibel im Deutschunterricht oder dein Rechenbuch. Einfach die ganzen schweren Bücher sollen an dem Rücken dran. Und hier vorne kommen deine ganzen Hefte rein. Und zum Beispiel das Schlampermäppchen. Und wenn wir einmal drunter unter dem Ranzen schauen, hast du vier Füße. Die ermöglichen dir, dass der Ranzen immer schön feststeht und nicht umfällt von allein. Und zusätzlich ist der Boden wasserdicht. Das heißt, wenn es draußen schneit, kannst du den hinstellen und es passiert gar nichts. Das Material außen ist zudem noch wasserabweisend. Bedeutet, du kannst auch locker, wenn es mal anfängt mit Nieseln, trotzdem weiterlaufen, da passiert gar nichts. Ansonsten gibt es aber hierfür auch Regencapes, die wir uns gleich auch gerne mal angucken können. Ja, können wir gerne machen. Genau. So, Rebecca, das ist das ganze Zubehör, was es zu Johanna ihrem Ranzen noch gibt. Okay. Zum einen die Sporttasche, wie wir vorhin schon gesprochen hatten. Super. Mhm. Die Magic Max, die austauschbaren Magnete waren das. Die Delfin. Genau. Dann die Trinkflasche mit Delfin wieder drauf. Dann, falls es mal regnet, für den Ranzen ein Regencape. Perfekt. Und Johanna darf auch nicht nass werden, deswegen der Regenschirm für Johanna. Super. Der wechselt sogar die Farbe. Und wenn es früh ist, noch draußen dunkel ist, natürlich die Blinkies auch noch passend dazu. Super, danke. Dann fehlt nur noch eins zur Einschulung, die Zuckertüte. Auf jeden Fall. Schau mal hier, wir haben den kleinen Knick bei uns, einmal für Mädchen und einmal für Jungen, einmal aufgestellt. Mhm. Das sind die Zuckertüten, die von ganz alleine stehen können. Sehe schon, das ist mein Hingucker. Auf jeden Fall, was ganz Besonderes. Ja. Genau. Heute ist natürlich noch unser Stuhl leer. Ja. Das wollen wir aber ändern, denn Johanna wird noch zur Ranzenprinzessin gekrönt. Na dann. Johanna!